eine Diskussion so alt wie Videospiele selbst oder zumindest ein Punkt, der immer wieder aufkommt. Grafik ist nicht wichtig, nur das Gameplay ist wichtig. Ich dachte mir, das wäre doch mal ein interessantes Thema, das man ansprechen könnte. Denn nein, Grafik ist wichtig. Grafik ist sogar sehr wichtig. Grafik ist eine der wichtigsten Sachen, die ein Spiel zu bieten hat. Und schlechte Grafik kann ein ansonsten gutes Spiel runterziehen. Bevor jetzt wer Schnappatmung bekommt, hier meine Erklärung. Grafik ist eigentlich ein schweres Thema, da man zwar objektiv sehen kann, dass etwas gut umgesetzt wurde, jedoch subjektiv es dennoch schlecht finden kann. Gute Grafik setzt sich zusammen aus Technik und Artstyle. Eine gute Technik unterstützt den Artstyle. Ein guter Artstyle unterstützt die Technik. Den Fehler, den viele machen, ist, Artstyle mit Cartoon-Look in Verbindung zu bringen. Jedoch zieht sich ein Style auch durch realistisch angelehnte Spiele. Man merkt, ob eine Figur zum Beispiel aus GTA 5, Watch Dogs oder Saints Row kommt, da all diese Spiele ein Artstyle haben, an denen sich alle Modelle halten. Von daher nein, auch realistische Spiele haben einen Artstyle. Ich hoffe also, dass sowas nicht mehr so schnell in Diskussionen auftauchen wird, da es den Grafikern eines Spiels enorm unfair gegenüber ist, wenn man sagt, sind realistische Spiele, da muss man eh nur abgucken. Okay, haben wir das auch aus dem Weg, müssen wir uns alle etwas eingestehen. Die Technik wurde zu gut und selten kann uns noch etwas umhauen. Seitdem wir zum Beispiel CGI in Filmen fast perfektioniert haben, ist jeder Effekt nicht mehr ein Wow, wie haben die das gemacht? Sondern eher ein, naja, ist halt CGI, ne? Uns würde ein Spiel in N64-Look nicht mehr flashen. Maximal lässt es uns in Nostalgie schwelgen. Also, Artstyle und Technik. Fangen wir mit dem Artstyle an. Ein guter Artstyle besteht aus vielen Komponenten. Character Design, Environment Design und eben der ganze Spaß, der dazugehört. Er bestimmt, wie Objekte und Figuren auszusehen haben. Ist alles vielleicht geschwungen und fremd wie in Psychonauts? Ist alles eher verschnörkelt und wirkt wie aus dem Traum wie in Rayman 2? Der Artstyle hängt komplett vom Können der Grafiker ab und je mehr sie drauf haben, desto mehr können sie aus weniger machen. Wenn einem die Umgebungen und die Figuren ansprechen, ist es ein guter Anfang. Aber auch komplett Skurriles kann gut wirken, wie zum Beispiel Res auf der Dreamcast. Der Artstyle setzt sich komplett eigene Limitationen, die den Look ausmachen. Ihr wollt ein Beispiel für misslungenen Artstyle? Schaut euch Sonic Adventure an. Seltsame Cartoon-Tiere und Anime-Menschen in einer Welt, in der sich realistische und cartoonige Texturen ständig abwechseln und jedes Level wirkt stark anders als das davor. Hier hatte keiner der Grafiker eine feste Vorstellung gehabt, wie dieses Spiel auszusehen hat. Und das Resultat ist Grafikmüll. Ohne Nostalgie kann man darüber eigentlich nur lachen. Okay, sogar mit Nostalgie. Kommen wir zur Technik. Richtig gute Programmierer können selbst aus dem schwächsten Gerät beeindruckende Effekte rausholen. Ein Beispiel: Auf einem Gerät, das Schatten nicht gut in Echtzeit rendern kann, lohnt es sich, Lightmaps zu verwenden. Lightmaps sind vorberechnete Schatten, die über die Objekte gelegt werden. Spiele wie Ocarina of Time 3D und Majora's Mask 3D nutzen das aufs Stärkste, um Beleuchtungen zu erzeugen, die auf dem Gerät eigentlich nicht möglich wären. Mit Technik kann man auch aus einer langweiligen, transparenten Fläche einen beeindruckenden Ozean machen, wie in Sea of Thieves. Mit Technik konnte man die coolen Visor-Modi in Metroid Prime umsetzen. Technik hilft zu überraschen und Sachen zu bieten, die man vorher nie gesehen oder erwartet hätte. Gute Artstyle und gute Technik kombiniert ergeben Spiele, die für die Leistung der Plattform meistens viel zu gut aussehen. Sowas wie zum Beispiel Mario Galaxy, welches den Wii Chip zum Kochen brachte, mit superbem Artstyle und vielen Techniken, die man als nicht sehr verständlich auf der Konsole ansah. Und wir lieben das. Genau wie richtig gute Musik lieben wir es, mit guter Grafik überrascht zu werden. Da gute Grafik das Spielerlebnis untermalt und verstärkt. Gute Grafik macht einfach Laune, denn anders als zur N64-Zeit, wo unser Kopf die Lücken füllte, da man eben nur so und so viele Polygone anzeigen konnte, erwarten wir heute, mit Details und Optik überrascht zu werden. So wie ein süßes Bild einer Katze macht es uns glücklich, ein Spiel zu sehen, das gut aussieht. Grafik, die wir als gut bezeichnen, kann sogar Spiele komplett tragen. Spiele wie Rise oder The Order sind nicht die besten Spiele an sich. Zumindest sind sie nicht dafür bekannt, mit Gameplay zu überzeugen. Aber viele mochten dennoch diese Spiele, da die Optik sie gepackt hat. Und genauso geht's auch umgekehrt. Viele mögen ein Spiel, weil das Gameplay überzeugt, aber die Grafik halt vom Artstyle und der Technik echt Müll ist. Animal Crossing aus dem GameCube ist potthässlich. Selbst für ein N64-Spiel ist Animal Crossing einfach richtig hässlich. Aber das Spielprinzip an sich war so ansprechend, dass man darüber hinwegsehen konnte. Dabei war das Spiel ja sogar auf dem GameCube. Das hätte sogar besser aussehen können als Animal Crossing New Leaf auf den 3DS. Welches ich zumindest optisch echt ansprechend finde. Und hätte Animal Crossing auf dem GameCube eine bessere Grafik gehabt, dann hätte es das Spiel an sich auch besser gemacht. Ich meine, natürlich hätte es das. Spielt mal ein Spiel ohne Sound und sagt mir dann, wie viel Spaß es noch macht.
Aber niemand würde es wagen zu sagen, Sound ist nicht wichtig. Und selbst wenn ihr mürrisch seid und einfach nicht akzeptieren wollt, dass Grafik den Spielspaß kräftig unterstützen kann, weil das einfach unsere Natur ist, gibt es einen Grund, warum Grafik wichtig ist. Es ist das Erste, was wir von einem Spiel aufnehmen. Schaust einen Trailer, schaust dir Screenshots an oder ein Let's Play, was wird dir als Erstes auffallen? Naja, das Bild logischerweise. Und wenn ein Spiel keine gute Grafik hat und nicht mit ein paar Bildern überzeugen kann, würde es ja bedeuten, dass gute Grafik tatsächlich wichtig ist. Schließen wir das Ganze ab mit Folgendem. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur gute und schlechte Grafik. Unser Empfinden diesbezüglich hat sehr viele Graustufen. Einige Spiele haben eine Grafik, die einfach total okay ist. Andere überzeugen komplett und einige sind einfach potthässlich. Niemand kann sagen, dass Undertale ein schlechtes Spiel ist, aber es ist nun wirklich kein schönes Spiel. Eher ziemlich hässlich. Fans würden jetzt argumentieren, aber das war so gewollt. Aber nein, das Spiel ist nun mal größtenteils von einer Person entwickelt worden, wodurch es klar ist, dass es ein paar Abstriche gab. Und Toby Fox empfand halt alles andere wichtiger als die Grafik. Aber niemand würde doch ernsthaft argumentieren, dass Undertale nicht sogar noch besser wäre mit einem richtig guten Artstyle und vernünftiger Technik dahinter. Okay, das stimmt nicht. Die, die das nicht haben wollen und sich nicht vorstellen könnten, wie das Spiel anders aussehen könnte, würden heftigst diskutieren. Ist immerhin das Internet. Was mich irritiert ist, dass dieser Satz häufig von Nintendo-Fans kommt. Obwohl Nintendo seit der Wii und vor allem seit der Wii U wirklich enorm auf Grafik setzt. Spiele wie ARMS, Splatoon, Mario Kart 8, alle Spiele, wo ich sagen würde, dass sie mit zu den Spielen gehören, die aktuell die wirklich beste Grafik haben. Grafik, Sound und Gameplay sind für mich das Triforce, das ein gutes Spiel ausmacht. Gameplay ist wichtig, Sound ist wichtig, Grafik ist wichtig.